Bergum Tiere Animals Natur Selk Gensi Selzank Gensi Autor D Selzank Gensi das Berghuhn, Lyrurus tetrix oder auch Tetraotetrix, gehört zur Familie der Fasanenartigen, Phasianidae. Innerhalb dieser Familie gehört es zu den Raufußhühnern, die früher nach einer heute überholten Klassifikation als eine eigene Familie Tetraonidae behandelt worden sind. Der Berghuhn ist ein Brutvogel der borealen und subarktischen Waldzone sowie entsprechender, sub, alpiner und postglazialer Landschaften von Großbritannien bis nach Ostsibirien. Das Berghuhn kommt in Mitteleuropa in mehreren voneinander getrennten Populationen als Brut- und Jahresvogel vor. Die Populationen im Tiefland sind mittlerweile sehr klein und vollständig von den alpinen Vorkommen isoliert und stark gefährdet. Eckige Klammer auf 1, eckige Klammer zu. Birkhahn im Gebirge. Das Birkhuhn besiedelt Moore, offene Heiden und mit Kiefern und Birken bestandene Heiden. Die Nester werden in Heidekrautbüschen angelegt. Das etwa haushuhngroße Birkhuhn ist fast überall verschwunden. In Mitteleuropa findet man es noch in einigen Alpenregionen, in Dern, im Hohen Venn, im Bayerischen Wald bei Heidmühle und im NSG-Bergwiesen im Osterzgebirge, dort speziell in der Nähe der Fürstenauer Heide. Im nordwestdeutschen Tiefland, wo das Birkhuhn zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch sehr häufig war, sind die Bestände fast überall erloschen. Lediglich in der Lüneburger Heide bieten verschiedene Gebiete aufgrund ihrer Struktur, ihrer Abgeschiedenheit und weil sie zum größten Teil für die Öffentlichkeit gesperrt sind, einen geeigneten Lebensraum für das Birkhuhn. Birkhuhn, Lyrurus tetrix oder Tetraotetrix, das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, eckige Klammer auf 2, eckige Klammer zu. 23.440 Hektar, ist hierbei der einzige noch erhaltene Bereich, der frei zugänglich ist. Die anderen großteils noch zusammenhängenden Gebiete sind: der Truppenübungsplatz Munster, 17.600 Hektar, der Truppenübungsplatz Bergen, 28.400 Hektar, der Schießplatz Unterlüß der Firma Rheinmetall, die große Heide bei Unterlüß, das große Moor bei Becklingen, 850 Hektar, das Kienmoor, 440 Hektar, das Brandosteler Moor, 105 Hektar, die Moore bei Sittensen, 1929 Hektar, das Ostenholzer Moor und die Meißendorfer Teiche mit dem Bahnnetzer Moor, 815 Hektar. Diese Teile der Lüneburger Heide beherbergen den größten zusammenhängenden Birkhuhnbestand des mitteleuropäischen Tieflands. Das Birkhuhn ist dort zu Hause, wo sich der Wald lichtet und Sträucher und Kiefern wachsen. Erwachsene Birkhühner nehmen fast ausschließlich pflanzliche Nahrung zu sich. Sie fressen junge Sprossen von Sträuchern, Blätter, Blüten, Knospen und Beeren. Die Küken sind in den ersten Lebenswochen auf tierische Nahrung in Form von Insekten angewiesen. Laut IUCN besteht der europäische Bestand aus 5,1 bis 6,4 Millionen Tieren. Trotz eines leichten Bestandsrückgangs wird die Art insgesamt als nicht gefährdet eingestuft. Dennoch wurden in Deutschland 2005 nur 1000 bis 1400 Brutpaare gezählt. Der prächtige Birkhahn, auch Spielhahn genannt, ist blau-schwarz gefärbt, hat weiße Unterschwanzdecken sowie ein weißes Flügelband. Die Hennen sind schlicht braun und schwarz gefleckt. Als Bodenbrüter müssen sie gut getarnt sein. Die Hennen polstern eine Bodenmulde gut versteckt im Heidekraut aus und legen dort 6 bis 10 gelblich-weiße, schwach gepflegte Eier ab. Nur das Weibchen übernimmt die Brut. Nach 24 bis 29 Tagen schlüpfen die Küken, nach weiteren 15 bis 20 Tagen sind sie bereits flugfähig. Dort, wo auch das nah verwandte Ruderhuhn vorkommt, kommt es gelegentlich zur Ausbildung von Bastarden, die man als Reckelhühner bezeichnet. Von März bis April, in den Alpen auch noch deutlich später, in manchen Jahren bis in den Juni hinein, führen die Birkhähne ihren Balztanz an ganz bestimmten Balzplätzen vor, die sie jedes Jahr aufsuchen. Sie plustern sich auf, springen in die Höhe und tragen Scheinkämpfe aus. Dabei geben sie zischende und gluckernde Laute von sich. Männer treffen sich im Frühling auf den Freiflächen, tanzen umeinander und ziehen eine riesige Schau ab. Die Damen sitzen in den Blöcken, schauen zu und suchen aus, erklärt die Naturwanderführerin Agi Majewski.
Im Winter flattern alle Birkhühner in die Birken und lassen sich von dort in den Schnee plumpsen. In diesen selbstgeschaffenen Iglus verbleiben sie, bis sie Hunger bekommen und sich etwas zu essen suchen müssen. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. Birkhuhn-Symbol im Naturpark Hohes Venn-Alfen. Als Wappentier erscheint der Birkhahn gelegentlich in seinem ehemaligen Verbreitungsgebiet, so zum Beispiel im Ortswappen von Hohne, Wismar, Hannstedt oder Twist. Der Birkhahn ist das Symbol der schwedischen, 1726 gegründeten, Eisen- und Glashütte Orrefors. 1940-41 wurde in Bad Tölz und Umgebung aus Einheimischen die 97. Jägerdivision aufgestellt. Als taktisches Abteilungszeichen der Division fand eine Feder des Spielhahns Verwendung, was den Spitznamen Spielhahnjäger veranlasste. Das Birkhuhn ist Symbol des Naturparks Hohes Venn-Alfen.